willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Jäger und den behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Wilde. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Frau Jäger, vor ungefähr 2 Monaten haben Sie sich hier einem Eingriff unterzogen in der Asklepios Klinik Nord in Heidberg. Und uns interessiert vor allem, wie es dazu kam, überhaupt zu merken, dass Sie einen solchen Eingriff brauchen. Welche Symptome hatten Sie? Wie hat sich ein Klappenfehler bei Ihnen bemerkbar gemacht? Ja, durch einen schweren Herzinfarkt ist die Klappe geöffnet. Also Sie hatten im März dieses Jahres, also vor ungefähr 4 Monaten, einen großen Hinterwandinfarkt. Ja. Und haben dann da Stents bekommen. Ja. Und dann ist es ja klassischerweise so, da denkt man immer, ja, Stents ist doch super, dann müsste es ja eigentlich alles gut sein. Aber anscheinend ist noch etwas dazugekommen. Also haben Sie danach erstmal Linderung der Beschwerden gehabt nach den Stents? Ja, und dann wurde festgestellt, dass das eben nicht zugegangen ist, die Klappe, und die gemacht werden muss. Okay. Und was haben Sie gemerkt von dieser undichten Klappe? Also der Hinterwandinfarkt hat die Klappe wahrscheinlich ein bisschen undicht gemacht. Ja. Aber ist das nur im Ultraschall aufgefallen oder haben Sie auch Symptome gehabt? Ja, so ein bisschen Atemnot und ja, im Allgemeinen ging es mir nicht so gut. Also wenn man sich das so vorstellen müsste, die Atemnot, kam die zum Beispiel, war daran zu denken, in den dritten Stock zu gehen, auf den Treppen, oder war das? Nein, das hätte ich nicht geschafft. Ich wohne im ersten Stock, das habe ich geschafft, aber im dritten bestimmt nicht. Und kam zu der Atemnot auch dazu, dass Sie zum Beispiel Wasser in den Beinen hatten oder Brustschmerzen? Nein, das hatte ich nicht, nein. Und ist es sozusagen mit dem Herzinfarkt, haben Sie das irgendwie in Verbindung gebracht oder war das für Sie etwas anderes? War der Herzinfarkt, waren das ganz andere Symptome? Ja, das waren ganz andere Symptome. Wie würden Sie das beschreiben im März, als Sie den Hinterwandinfarkt hatten? Was waren das für Symptome? Ja, das waren ja dann ganz starke Brust- und Armschmerzen und also die ganze linke Seite. Und es ging mir ganz schlecht, so Übelkeit, und das war ganz schlimm. Das bedeutet, Sie hatten im Grunde genommen so typische Symptome für Herzinfarkte bei Frauen, also auch Übelkeit und Bauchschmerzen, aber auch Schmerzen der Brust und im Arm. Ja. Aber Sie hatten dann 2 Monate später plötzlich neue Luftnot. Das war so der Verlauf. Ja. Und so richtig in Zusammenhang gebracht hat es dann wahrscheinlich erst der niedergelassene Kardiologe, der den Ultraschall gemacht hat. Ja. Ich verstehe. Herr Dr. Wilde, wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Intervention von Frau Jäger, in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, war das ein Routineeingriff oder war das ein komplizierter Eingriff? Also es hatte schon eine Besonderheit, weil Frau Jäger neben der Mitralklappeninsuffizienz auch noch eine zweite Herzklappenerkrankung hatte, nämlich eine mittelgradige Aortenklappenstenose. Und man bei so einer Konstellation erstmal ganz genau überlegen muss, was man macht, damit man ein optimales Ergebnis erzielt. Und genau sowas wird vorab besprochen, zusammen in einer Herzkonferenz mit den Herzchirurgen. Lohnt es sich, beide Herzklappen zu ersetzen? Oder würde man, so wie wir es in diesem Fall jetzt bei Frau Jäger auch gemacht haben, erst einmal die eine Klappe reparieren, in diesem Fall die Mitralklappe durch ein Mitraclip-Verfahren, und schauen, wie sich im weiteren Verlauf der andere Herzklappenfehler weiter verändert. Jetzt ist es so, dass Ihr Herzklappenfehler von der Aortenklappe, also die Klappenstenose, die Verengung, war mit 1,3 Quadratzentimetern doch deutlich weit weg von einer behandlungsbedürftigen Engstelle. Das heißt, Sie hatten die Hoffnung,
dass man möglicherweise mit einem Verfahren hilft, ohne ein weiteres Verfahren zu brauchen. So ist es, genau. Und wie entscheiden Sie sowas? Ist das Ultraschall, sind das Herzkatheter? Machen Sie das alleine? Genau, es ist eine Vielzahl an mehreren Untersuchungen. Also zum einen ist es einmal, die Basisuntersuchung ist die Ultraschalldiagnostik, sowohl von außen als auch die Schluck-Ultraschalluntersuchung von innen drin. Von innen drin kann man das Herz besser beurteilen. Man schaut von der Speiseröhre auf das Herz und kann die Herzklappen ganz wunderbar sehen und gucken, ob etwas strukturell kaputt ist oder wie diese Herzklappenfehler genau funktionieren. Und all diese Befunde werden dann zusammen angeguckt mit einem Herzchirurgen. Man guckt sich die Patientin genau an. Frau Jäger ist für ihre 81 Jahre in einem sehr guten körperlichen Zustand, sodass man auch eine Herzoperation durchaus in Betracht ziehen hätte können, dass man die Hoffnung hätte, dass ich ihn hiervon auch gut hätte erholen können. Trotzdem ist es so, dass man natürlich das Verfahren dann aussucht, wovon alle beteiligten Personen am meisten überzeugt sind, dass sie davon am meisten profitieren wird langfristig mit dem geringsten Risiko. Und das ist in diesem Fall der Mitralclip gewesen, wo man also mit einer Art Wäscheklammer die Mitralklappe zusammengetackert hat und dadurch den Rückfluss des Blutes verhindert hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch so, dass dann auch die Operationszeit sich aufsummiert. Wenn man einmal am offenen Herzen operiert, ist es ja so, dass dann plötzlich auch die Aortenklappe mit operiert werden muss, auch wenn die eigentlich noch nicht gemacht werden muss. Aber weil man ja sowieso schon vor Ort ist, wird die getauscht. Genau. Und es gab noch zwei Koronarengstellen, die auch Bypässe hätten bekommen sollen. Und so wird schnell aus einer 2,5-stündigen Operation mit geringem Risiko eine 4- bis 5-stündige lange große Operation mit hohem Risiko. Ich glaube, auch das hat dazu beigetragen, mit dem Herzchirurgen gemeinsam erstmal für diese kleinere Option zu votieren, oder? Ja, richtig. Und wenn man jetzt nochmal zurückblickt, Frau Jäger, Sie haben ja diesen Eingriff, das ist ja gar nicht so lange her, den haben Sie ja jetzt verbunden. Merken Sie schon einen Unterschied oder sind Sie noch auf dem Weg der Besserung? Und wenn Sie einen Unterschied gemerkt haben, wann trat das ein? Ja, also ich fühle mich natürlich besser, aber bin trotzdem noch sehr geschwächt. Weil lange Strecken laufen, das kann ich noch nicht. Und große Anstrengungen machen, dann merke ich das. Weil ich vorher sehr fit war und alles so, das ist natürlich ein Handicap für mich. Und wenn Sie das vergleichen mit der Zeit nach dem Infarkt und vor dem Clip, da sagten Sie so, in den ersten Stock ging es schwierig. Wie ist das jetzt? Ist das gleich oder besser? Nein, das ist jetzt besser, ja. Also ich kann auch länger laufen, aber dann bin ich natürlich hinterher geschwächt. Das ist natürlich logisch, ne? Mhm. Aber ich hüte auch wieder meinen kleinen Enkel, aber bin trotzdem noch ein bisschen beeinträchtigt. Ja, das glaube ich. Das war auch, muss man sagen, ein 6-tägiger Krankenhausaufenthalt. Ja. Wenn Sie das jetzt mal den Zuhörern beschreiben wollen, wann steht man wieder neben dem Bett, wenn man so einen Mitralclip bekommen hat? Ja, ich war dann ja auf der Aufwachstation lange, 5 Stunden. Und dann bin ich beim Abendbrot habe ich auf der Bettkante gesessen und am anderen Morgen bin ich wieder aufgestanden. Okay, also man hat Sie relativ schnell wieder auf die Beine stellen können. Ne? Ja, ja. Mensch, das ist ja wirklich eine beeindruckende Geschichte. Für uns ist es immer wichtig, auch zu erfahren, ob die Menschen profitiert haben. Und dadurch, dass es bei Ihnen jetzt noch keine 2 Monate her ist, hoffe ich, dass Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten doch auch noch den vollen Profit erleben können. Ja, das wünsche ich mir auch. Das wäre mir sehr zu wünschen. Ja. Ja. Also im Namen der ganzen Mannschaft und des Herzteams der Asklepios Klinik Nord in Heidberg möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, auch für das offene Gespräch und das sehr freundliche Interview.
Also ich freue mich sehr. Wir sagen hier nicht auf Wiedersehen, sondern Tschüss, Frau Jäger. Alles Gute und nochmal vielen Dank von uns allen. Und natürlich auch mein Dank an den Experten, Herrn Dr. Wilde. Und bis bald. Ja, tschüss, ich danke auch. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, Frau Jäger. Tschüss.